So, ihr erinnert euch vielleicht noch, ne, damals, als wir hier gegen den Shadowlord gekämpft haben, das erste Mal. Ich dachte, ich hole euch hier wieder rein, denn das ist der letzte Schlag, den wir anbringen müssen. Für Ende C. Ich meine, das hier bleibt gleich, das ist einfach so, wir köpfen ihn und gut ist. Das da ist jetzt neu. Das ist Ende C. Ain't that precious. I'm happy for him. You know, Sunshine, that Black Scrawl has almost completely taken you over. Yeah, I know. But goddamn, we had fun, huh? Killing and killing and more killing. What a rush! Yeah. Wait, no! No, no, no! It wasn't fun at all! I turned you into a killing machine. I spread evil and chaos around the world. But it all feels so empty now. Why? I don't understand! Sorry, Sunshine. Maybe I'm just nicer than you thought. Stop! Don't treat me this way! I hate it when people are nice to me! I'm gonna swallow you up, Sunshine! I'm gonna swallow you whole! Kaine, what is it? Listen to me. The shade inside me is growing, and I can't stop it. Soon. Real soon. I'm gonna go berserk. I can't hold it back anymore! Kaine, you have to fight. You have to... Just shut up and listen to me! Emil is gone, all right? So there's no way anyone can stop me. Please, before it comes to that, I want you to kill me. Consider it a final request. Also ja, in dem Ende haben wir noch mal wieder anderes. When Gestalts go out of control, they lose their minds. Your memory and mine will be completely overridden. Kaine! Run! God damn it! There has to be a way! Oh, Jesus Christ! I won't do that! Ach, das kann ich nicht sagen. Das ist natürlich blöde. Au. Kann ich überhaupt was davon angreifen? We didn't come here to watch each other die. Oh, whoa. Man must be strong to protect those he loves. Believe in me, Kaine. I'm going to save you. I swear it. Gut, dass ich mich da einfach durchheilen kann, aber holla, die wollen mich. Well, there might be one way to save her. Who said that? It don't matter, so don't ask. Just shut up and listen. Wait, are you...
I said, listen! There's a way to save Kaine's life, all right? But you're gonna have to make a difficult decision. I'll do whatever it takes. When the time comes, I'm going to pin Kaine down. And as soon as I do, you need to stab her in the heart. No! Fine. Don't believe me. Stand around with your thumb up your ass and watch her die a terrible death. You want me to believe you? Also, ja, ich halte sie auf dem Boden fest und du stichst sie durchs Herz. Echt jetzt? Booyah! Very nice. Now, if you want to save your precious Kaine, there are two ways to do it. One is to plunge your sword into her chest. That's what she wants after all. Freedom from burdens. Freedom from life. What's the other way? The other way is to make her a normal human being again. But to make that happen, you gotta trade your own existence for hers. Well, there you go. Good luck with that. You're the shade inside Kaine. Why are you trying to help her? Probably for the same reason you are. Enough talk. Make your choice. Okay, ganz simpel. Die Nummer mit dem ins Herz stechen ist... Na. Keines Leben beenden und sie von ihrer Last befreien ist Ende C. Dein eigenes Leben opfern, um keine menschlich zu machen, ist Ende D. Wir gucken uns erstmal Ende C an. Wir machen also das, worum sie uns gebeten hat. Can you hear me? I spent years inside Kaine's body, tormenting her from within. I felt her pain, her emotions, as if they were my own. And there was so much pain. So when I say she's free now, I want you to believe me. Thanks to you, Kaine has been forgiven. And saved. Oh, wait. She had a final message for you. Thank you. Thank you. Kaine. Always be together. Nun, das war Ende C und diesmal überspringe ich die Credits, denn jetzt springen wir zu Ende D. Gebt mir einen Moment. Ich renne nochmal durch die gesamte Burg des Schattenlords. Machen nochmal alles bis zu dieser Stelle. Und da sind wir wieder. Mit der finalen Entscheidung. Möchten wir Kaine retten oder wollen wir sie sterben lassen? Nun, wir haben gesehen, was passiert, wenn wir ihr Leben beenden. Also, Ende D. Das Finale.
die letzte Eingabe sozusagen, die ich in dieses Spiel tun werde. Ende D. Wir opfern unser Leben, um Kaine zu retten. Disappear from this world. Your daughter, your friends. Everyone in your life will forget you. You and any sign that you ever existed will be erased. And in exchange, Kaine will return to her mortal life. Okay, vorletzte Eingabe, die ich tun würde. Wenn du diese Option wählst, werden all deine Spielstände gelöscht. Bist du dir sicher? An dieser Stelle einmal ganz kurz die Sache. Ihr könnt euren Spielstand auf einen USB-Stick ziehen und wieder draufpacken, wenn ihr das möchtet. Das habe ich mit meinem ganz alten gemacht. Obwohl ich nicht mal mehr weiß, auf welchem USB-Stick. Aber ne? Ich hätte es theoretisch irgendwo hier noch rumfliegen. Zum anderen, wenn ihr das Spiel irgendwann mal angefangen habt mit einem anderen Charakter und dann gesagt habt, okay, ne, keine Lust, und irgendwann nochmal neu angefangen habt mit einem neuen. Dieser Spielstand, der so gesehen diesen hier gar nicht betrifft, wird auch gelöscht. Ich habe einen da drauf, einer heißt Raiga, der wird jetzt mitgelöscht tatsächlich. Bist du dir sicher? Ja. Auch wenn du dich diesmal dagegen entscheidest, kannst du immer zu dieser Auswahl zurückkehren, indem du erneut durchspielst. Bist du dir immer noch sicher? Ja. Alle Nier-Spielstände dieses Benutzers werden gelöscht. Diese Option kann nur einmal ausgewählt werden. Bist du dir wirklich sicher? Übrigens, ich weiß nicht, wie das Spiel das hinkriegt, aber ihr dürft auch den Namen, den ihr jetzt verwendet habt, nie wieder nutzen. Deswegen konnte ich mich nicht Kommi nennen, weil, ne, hatte ich mal. Nur mal so nebenbei. Dies ist deine letzte Chance, es dir noch einmal anders zu überlegen. Bist du dir wirklich, wirklich sicher? Ja. Und wieder Namen angeben. Anderer Knopf war das. Das, wie gesagt, das Gute ist, das steht da einfach. Ich kann es eingeben und gut ist. Der richtige Name wurde eingegeben. Alle Spielstände werden gelöscht. Alle meine Karten gelöscht. Die Items, die ich habe, gelöscht. Die ganzen Sidequests, die ich gemacht habe, gelöscht. Alle Waffen, die ich hatte, weg. Alle Wörter, die wir uns gesucht haben. Was sind Wörter? Notizen. Meine Fische, weg. Meine Tutorials. Alle weg. Dokumente, die wir gesammelt haben, wie den Liebesbrief, den Brief vom Bürgermeister, alles weg. Die Wortliste. Über den Jordan. Und mein Status. Weg. Und natürlich der Schlüssel. Weg. Spielstand 01 wird gelöscht. Ist gelöscht. 01 war Raiga, 02 ist Kamui. Also eigentlich der jetzige, den wir gerade benutzt haben. Alles weg. Aber Kaine ist dafür gerettet und das ist auch etwas. Are you all right? Yona. Are you the one who helped me? I'm glad you're okay.
What's wrong? I mean, you defeated the Shadow Lord and everything, but you don't look happy. I don't. Oh, a lunar tear. How pretty. Are you crying? Yeah. I guess I am. Das war Nier Gestalt, wenn man so möchte. Ja. Es ist so gesehen. Ich glaube sogar das Kanon-Ende, aber da bin ich mir nicht sicher. Aber im Prinzip schon. Irgendwie. Naja. Ja. An dieser Stelle erzähle ich einfach mal noch ein bisschen über das Ende im Allgemeinen. Wir haben noch theoretisch Ende E. Die Problematik ist, Ende E ist ein Ende, was man nur in Grimoire Nier findet. Und Grimoire Nier ist ein Buch, was exklusiv in Japan wieder rausgekommen ist. Und dort gibt es, wie gesagt, Ende E. Interessanterweise kann man, glaube ich, tatsächlich alles lesen. Also ich werde... Ich hoffe, ich denke einfach dran. Ich packe den Link in die Beschreibung rein, aber es gibt halt eine komplette Übersetzung auf der Wikipedia-Fandom-Seite von mir. Dort könnt ihr euch das alles mal durchlesen. Wichtig ist aber Ende E. In Ende E wird ein Programm gestartet. Oder soll ein Programm starten, welches das gesamte Replikantensystem resetten soll. Und das findet keiner heraus, zerstört dieses System. Der vergessene Nier, also unser Charakter, wird wieder vereint mit Kaine, als ein junger Mann. Oder junger Junge. Ich bin mir nicht sicher, ob sie damit den Bruder Nier meinen, sozusagen, also das, was wir so nie gesehen haben. Neu erschaffen aus den Erinnerungen, die der Baum an uns hatte, seit wir ihn das erste Mal getroffen haben. Von daher. Ja. Das wäre halt nochmal so ein Ende, was man sich vielleicht unter Umständen ansehen sollte, in Anführungszeichen.
Also es gibt eine Art Happy End, auch wenn wir hier gelöscht werden. Ne, Kaine trifft Emir wieder und dann treffen sie Nir wieder. Aber das kommt hier halt nicht rüber. Hier in diesem Teil werden wir gelöscht und das war's. Das ist alles, was man vom Spiel hatte. Also wenn man so ein Gefühl hat, alles Mist, dann ist das momentan auch so, weil alles Mist. Es ist vorbei. Weg. Aber es kann einem halt helfen, wenn man weiß, ja, theoretisch, in etwas, was wir wieder nicht gesehen haben, da geht's weiter, da ist noch schön, da ist noch gut. Das ist halt etwas, was wir hier nie gesehen haben. Ja. Gut, es tut mir leid, dass ihr jetzt tatsächlich auf die letzten 15 Parts warten musstet. Mit 33 habe ich wieder angefangen, aber das Projekt ist jetzt vorbei. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich hier nach machen möchte. Also töne ich hier zumindest von keinem neuen Nachfolgeprojekt mal ganz groß oder so, weil ich mir noch nicht sicher bin, was ich machen möchte. Aber ja. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Es hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt so ein bisschen... Ja, wie sage ich das nett? Ohne, dass es jetzt total böse wieder klingt. Ich habe so ein bisschen... Burnout von dem Spiel. Ich habe es jetzt in 2 Tagen einmal komplett aufgenommen und alle Enden durchgespielt. Ist eine Menge. Ich weiß nicht, was er dann noch speichert, wenn das Spiel jetzt vorbei ist. Wahrscheinlich, dass ich den Spielstand nicht mehr haben kann. Achso, ja, löschen. Ja, der ist nicht nur ist nicht gelogen, er löscht sie halt wirklich. Vielen Dank fürs Spielen. Vielen Dank fürs Spiele machen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und natürlich, vergesst mich nicht.